up and down the floor. My hair is an animal. Komm, jetzt erzähl schon. Da gibt's nichts zu erzählen. Ach, das ist doch bestimmt von einem deiner zahllosen Lehrer. Quatsch. Ganz falsch. Das ist ein altes Familienerbstück. Ja, ja. Es geht ja nicht so langsam los. Ne? Oh, gar keinen Fall. Die Zivilisation kann noch warten. Oh. Das ist bestimmt ein Bär. Aber wenn wir ganz leise sind, dann haben wir nichts zu befürchten. Bruno, komm her! Moin! Moin! Hey! Ein Wasserschaden? Generalprobe für unsere Alpenüberquerung. Wir laufen von München bis nach Venedig. Ja. Hier 550 Kilometer. Ihr seid ja verrückt. Was meinst du? Halten wir bei das aus, wochenlang zu zweit in so einem kleinen Zelt? Hm. Ist doch ein super Test. Wenn wir das überleben, wissen wir, dass wir zusammenziehen können. Das stimmt. Du zuerst. Ich folge dir unauffällig. Ich finde das echt ein bisschen übertrieben. Kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein, Herr Sommerfeld? Oh ja, das wäre sehr reizend, Frau Blum. Gerne. So, ihr geht schon mal rein, packt eure Instrumente aus und spielt euch ein, okay? Ja. Was haben wir denn für ein Problem? Wie lange willst du das mit uns eigentlich noch geheim halten? Hm? Ich dachte, du findest es sexy, von mir gesiezt zu werden. Ja, das finde ich. Und das ist Körperverletzung. Nein, das ist Nachwuchsförderung. So, hopp, rein mit euch. Hm? Herr Engelhardt, Lukas, hallo. Bist du nicht erst morgen dran? Sie arbeiten ab sofort täglich mit meinem Sohn. Also bis zur Aufnahmeprüfung. Wir sind fest davon überzeugt, dass Lukas zum Vorspiel eingeladen wird. Na klar. Und Herr Engelhardt dachte... Geben Sie Lukas den letzten Schliff. Wir haben ein neues Stück ausgesucht. Beethoven. Opus 31. Sonate 17. Dritter Satz, der Sturm. Ah, das ist ehrgeizig. Ja, dann fangen Sie am besten gleich damit an. Ich habe jetzt Früherziehung. Ich denke, das könnte Herr Sommerfeld für Sie übernehmen, oder, Herr Sommerfeld? Bitte was? Und wir beide gehen schnell mal in mein Büro. Bis gleich. Ja, tschüss. Gut. Okay, dann. Sie trauen es mir nicht zu, habe ich recht? Lukas, ich traue dir alles zu. Die Frage ist, ob du es dir zutraust. Es ist ein sehr anspruchsvolles Stück. Ich verstehe nicht, warum du dir ohne Not so einen Druck machst. Du bist mein bester Schüler. Du hast so hart an dem Bach-Präludium gearbeitet. Das beherrschst du perfekt. Mein Vater findet es zu gewöhnlich. Bach, zu gewöhnlich? Ich habe so ein Video gefunden. Der zum Beispiel hat den Beethoven echt drauf. Wahrscheinlich haben Sie recht. So gut wie der spiele ich das nie bis zur Aufnahmeprüfung. Frau Blum? Frau Blum? Beginnen wir noch mal bei Takt 15. Okay.